Der Landkreis Reutlingen hat in den letzten Monaten insgesamt 4 Fahrzeuge an verschiedene Hilfsorganisationen ausgeliefert. 3 von ihnen, 2 Mannschaftstransportwagen und ein Krankenwagen, gehen an den DRK-Kreisverband Reutlingen. Zudem erhält der Malteser Hilfsdienst einen Gerätewagen. Am Montag übergab unter anderem Landrat Ulrich Fiedler die Fahrzeuge offiziell an die jeweiligen Einsatzeinheiten. Und nachdem der Schlüssel überreicht war, durfte natürlich auch ein Blick ins Innere der Fahrzeuge nicht fehlen, den sich auch die lokalpolitische Prominenz nicht entgehen ließ.